Bald geht es wieder rund am Nürburgring. Offiziell startet am 23. März die Veranstaltungssaison auf der Eifelrennstrecke. Man schreibt schwarze Zahlen und der Blick auf das vergangene Jahr lässt die Verantwortlichen voller Freude in das Jahr 2019 ziehen. Der Nürburgring scheint wieder auf der Erfolgsspur zu sein. Wir hatten ein sehr gutes Jahr, auch bedingt natürlich durch das Wetter, das immer bei Open-Air-Veranstaltungen mit dazugehört. Das muss passen. Aber wir hatten wieder ein hochspannendes 24-Stunden-Rennen. Wir hatten tolle Veranstaltungen. Die Stimmung war einfach toll. Wir hatten ein Rock am Ring ohne Probleme, ohne Wetterkapriolen, ohne Probleme, sodass wir rundum im Publikumsbereich, aber auch in allen anderen Bereichen, im Firmenkundenbereich und so weiter, auf ein sehr gutes Jahr zurückblicken können, was uns freut. Und das stimmt uns optimistisch für die Zukunft. Feste Größen wie die DTM, die VLN Langstreckenmeisterschaft oder auch der ADAC Truck Grand Prix dürfen auch dieses Jahr nicht fehlen, genauso wenig wie das 24-Stunden-Rennen. Geschäftsführer Mirko Markfort verkündete auch die Rückkehr einer älteren Veranstaltung zurück an den Ring. Ganz besonders freuen wir uns über eine neue Veranstaltung, die nach 11 Jahren wieder zurückkehrt an den Nürburgring, die Ferrari Racing Days. Eine Veranstaltung für die ganze Familie, für Automobilliebhaber. Und ja, das glaube ich, werden wieder ein sehr gutes Programm haben, um alle Zielgruppen anzusprechen. Nicht nur motorisiert, sondern auch mit Muskelkraft geht es über die Rennstrecke. Ein besonderer Nervenkitzel, der berühmte Hindernislauf, der Fisherman's Friend Strongman Run. Dieser lockt am 4. Mai wieder Extremsportler an. Schlammgruben, eiskalte Wasserbecken und andere Hindernisse bringen die Läuferinnen und Läufer an ihre Grenzen. Bei Rad am Ring vom 26. bis 28. Juni treten die Fahrradfahrer in die Pedale, um die grüne Hölle zu bezwingen. Es gibt einmal im Jahr gibt's ja das Rad am Ring, ein 24-Stunden-Rennen, und bin dort mit einer Gruppe, die sich Legends nennt, am Start. Wir sammeln für den wohltätigen Zweck, suchen jedes Jahr, suchen uns eine andere Organisation aus und versuchen aber trotzdem das Rennen erfolgreich zu beenden. Wir fahren meistens mit einem Vierer- oder Achter-Team. Ja, und halt über die Nordschleife zu fahren mit dem Fahrrad und das dann auch mit vielen Gleichgesinnten ist halt ein ganz tolles Ereignis und macht wirklich Spaß, dort zusammenzukommen für. Festivalfans kommen in diesem Jahr auch wieder auf ihre Kosten. Zigtausend Rockfans schlagen vom 7. bis 9. Juni rund um den Nürburgring zu Rock am Ring ihre Zelte auf. Headliner sind in diesem Jahr neben Materia und Casper die Ärzte, die nach einer 6-jährigen Pause exklusiv in der Eifel auf der Bühne stehen. Für Liebhaber der elektronischen Musik gibt es vom 22. bis 24. August die gehörige Portion Bass. Die besten DJs der Welt sorgen beim Festival New Horizons für fette Beats. Rund 4 Millionen Euro hat der Nürburgring vor dem Saisonstart in die Hand genommen und in die Erneuerung der Rennstrecke gesteckt. Eine Investition in die Zukunft. Wir haben so circa 3 Kilometer Nordschleife saniert, um die Charakteristik der Nordschleife wiederherzustellen. Wir haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket abgeschlossen, das über die letzten 4 Jahre ging, wo es um Sicherheitszäune ging und Sicherheitsthematiken. Ja, und im Endeffekt ist für uns das Ziel, die Nordschleife so zu erhalten, wie sie ist. Wenn man sich die Strecke vorher mal angeschaut hat und da zu Fuß über die Strecke gelaufen ist, was wir im Rahmen von sogenannten Track Walks ja auch anbieten, das war schon sehr beeindruckend, wie die Strecke grundsätzlich mal leidet. Das sind ja sehr, sehr schnelle Autos mit weichen Reifen, die sich da im Asphalt festkrallen. Und gerade im Streckenabschnitt Exmühle, da konnte man also richtige Rissbildung sehen. Am 7. April feiert eine Traditionsveranstaltung ihr 20. Jubiläum. Das Anlassen, die Saisoneröffnung der Motorradfahrer, verwandelt den Nürburgring in einen riesigen Bikertreff. Volles Programm also und fast für jeden Geschmack etwas dabei. Alles auf und an der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt.